Ostermarkt 2023. Drei Jahre ausgefallen. Jetzt hat die Touristinformation Diemelsee wieder einen Ostermarkt geplant. Frau Mütze. Ja, genau. Wir freuen uns endlich wieder nach 3 Jahren den Ostermarkt durchführen zu dürfen, zusammen mit dem Ortsbeirat Adorf. Da haben wir auch schon ein paar Pläne geschmiedet, wie das Ganze aussehen soll. Denn aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen, die wir da treffen müssen, kann der Ostermarkt nicht mehr wie sonst auch an der Hauptstraße stattfinden, sondern nur auf dem Dorfplatz. Was aber trotzdem sehr schön sein kann, denn es wird jetzt klein, aber fein. Volker Becker, Bürgermeister. Kommunen leben auch von Festen und Feiern. Und wenn 3 Jahre nichts läuft, das ist dann schon bitter, ne? Das war schon sehr bitter für uns. Also keine Möglichkeit, sich zu treffen, auszutauschen oder in Ruhe mal ein Glas Bier trinken oder einfach gemütlich mal eine Currywurst genießen. Und deshalb brauchen wir auch sowas. Denn der Ostermarkt war immer so ein Startpunkt in das neue Jahr rein für alle hier aus Diemelsee, aber auch für sehr viele Gäste aus nah und fern. Und wir wünschen uns, dass auch dieses Jahr alles bei bestem Wetter wieder durchgeführt werden kann. Das ist ja auch Beginn der Touristensaison quasi, sind Osterferien, die Niederländer mit ihren Krokusferien, die sind zum Teil Ende März da. Insoweit ist der Markt natürlich goldrichtig. Ne? Das ist so. Das ist ein richtiger Zeitpunkt, eine gute Werbung für uns als Region Diemelsee. Alexander Kraus, Ortsvorsteher von Adorf. Die Diemelseer können eigentlich immer ganz gut feiern, die Adorfer auch. Wie sieht es denn hier mit Adorf aus? Ach, da bin ich eigentlich gar nicht bange, weil wir konnten ja am zweiten Advent schon mal üben. Da haben wir uns ja auch auf den Dorfplatz begrenzt und haben da das erste Mal gemeinsam mit dem Verein Adorf 1120 einen Adventsnachmittag organisiert. Der war sehr gut besucht. Wir waren alle sehr positiv überrascht. Von daher, das wird schon. Kein Ostermarkt ohne Osterhase. Seit 1998, Hans Hiemer, der Osterhase vom Dienst. Und wieder froh, wieder das Kostüm anziehen zu können? Ich bin wieder sehr froh. Wir haben ja den 1998 ins Leben gerufen, den Osterhasen. Und mir hat es dann auch immer sehr viel Spaß gemacht, den Ostermarkt mit einem Osterhasen zu besuchen, den kleinen Kindern Freude zu bereiten. Und es macht mir bis jetzt unendlich Spaß, diesen Osterhasen ausüben zu dürfen. Aber für mich wird es auch einer der letzten Ostermärkte mit dem Osterhasen sein. Ich werde dann, ich denke mir mal, im nächsten oder übernächsten Jahr spätestens dann meinen Osterhasen auch dann weitergeben. Also ich hab aus vertraulicher Quelle gehört, es wird schon der Nachwuchs in kleinerem Kostüm herangezogen. Ja, wir haben vor 4 Jahren, habe ich ein Kinderkostüm mir nähen lassen und mein Enkelkind, das hat mich in den letzten 4 Jahren schon mal begleitet. Und ich hoffe, dass es in diesem Jahr auch macht. Aber das macht uns beide sehr viel Spaß. Jetzt ist der Markt etwas kleiner, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt. Was aber nicht heißt, dass er schlechter ist, sondern es wird viel mehr Wert jetzt auf Qualität statt Quantität gelegt. Frau Mütze? Genau. Wir wünschen uns, dass wir sehr viele Händler annehmen können, die aus der Region kommen, die also auch regionale Ware anbieten, vielleicht sogar Bio-Ware zum Beispiel oder Selbstgemachtes, um einfach einen qualitativ hochwertigen Markt anbieten zu können. Also wo gehen wir am 8. April hin? Nach Adorf.